Gerhard Dobruns, Softcon AG aus München. Ich verantworte die Bereichsleitung für Vertrieb und Marketing für unser Unternehmen. Die Softcon AG ist ein mittelständischer IT-Dienstleister, der seit 1984 auf dem Markt ist. Wir haben ca. 250 Beschäftigte mit einem Umsatz von ca. 30 Millionen Euro. Die Bereiche der Softcon umfassen SAP, ERP-Dienstleistungen hin zu ECM, Dokumentenmanagement-Systeme. Hier herrscht diverses Know-how vor. Dann geht es weiter in die Bereiche Individual-Softwareentwicklung, Application-Management-Services und eben auch mobile Lösungen bis hin zu RFID. Der Grund, warum wir mit Vapirium die Partnerschaft eingegangen sind, ist, dass wir uns seit 2 Jahren schwerpunktmäßig auch im Bereich SharePoint bewegen. Wir haben hier ganz klar Schwerpunkte gesetzt innerhalb unseres Dienstleistungsportfolios. Wir haben dazu festgestellt, dass viele dieser Kunden im Mittelstand kein revisionssicheres Dokumentenmanagementsystem haben. Das heißt, hier setzen wir an mit Vapirium, bieten also einen gewissen Mehrwert für den mittelständischen Kunden, der dann über das SharePoint-Thema hinaus sein Thema Archivierung entsprechend erweitern kann. Ein weiterer Schwerpunkt neben dem Thema SharePoint ist das Thema Energiewirtschaft. Hier ist die Softcon im Bereich Utilities tätig und hier setzt auch die Vapirium neue Schwerpunkte. Wir hatten bereits einige erfolgreiche gemeinsame Kundentermine und werden auch versuchen, diese Klientel, besonders auch Stadtwerke, in Zukunft gemeinsam mit Kampagnen anzugehen.